Vor einem Jahr habe ich mein Auslandsjahr in die USA gestartet und ich hatte ein wunderschönes Jahr. Es war das beste Jahr meines Lebens, aber vor ungefähr 2 Jahren wusste ich gar nicht, wie ich überhaupt ein Auslandsjahr machen könnte. Und es hat mir auch nie jemand weitergeholfen. Also, damit ihr nicht so endet und damit ihr euren Traum euch erfüllen könnt, dachte ich mir, mache ich einfach mal dieses Video. Also, ganz viel Spaß und das hier sind meine 10 Schritte zum Auslandsjahr. Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Vor einem Jahr habe ich mein Auslandsjahr gestartet und ich habe davor mein 18 Schritte zum Auslandsjahr Video gemacht. Und ich dachte mir, dass ich jetzt nach dem Auslandsjahr nochmal so ein Video mache, aber nur mit nur 10 Schritten. Deshalb habe ich jetzt 10 Schritte zum Auslandsjahr gemacht, wie ich das nach dem Auslandsjahr machen würde. Und dann viel Spaß und los geht's. Schritt 1 ist, dass man sich erstmal informieren muss, weil man wahrscheinlich gar nicht weiß, wie kann ich überhaupt ein Auslandsjahr machen. Manche denken nämlich immer noch, dass es über die Schule geht, dass die Schule es anbietet. Die Schule hatte bei mir gar nichts damit zu tun. Ich habe auf Vergleichsseiten geguckt. Ich hätte auch auf eine Auslandsjahrmesse gehen können. Ich hätte ganz viele Sachen machen können. Aber wie gesagt, ich habe einfach im Internet geguckt, auf Vergleichsseiten. Da gibt es schüleraustausch.de, schüleraustausch.net, auslandsjahr.org. Es gibt da ganz, ganz viele. Und die werden euch verschiedene Organisationen vorstellen, die werden euch Tipps geben und werden euch einfach helfen. Ich habe mich für schüleraustausch.net entschieden, da ich einfach finde, dass da so viel Auswahl gibt. Es gibt da Packlisten, es gibt da andere YouTuber, die euch Informationen geben, die euch Berichte mitteilen und so weiter. Es gibt da auch Vergleiche von anderen Organisationen, also ob ihr zum Beispiel mit Step-In, Travelworks oder IFS oder sonst was gehen möchtet. Und da könnt ihr auf jeden Fall einmal schlau machen. Ich linke euch den mal in der Infobox. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, um Informationen zu sammeln. Auf der Seite schüleraustausch.net kann man auch Kataloge von Organisationen bestellen. Und wenn ihr der Umwelt was Gutes tun wollt, dann bestellt nicht mehr als 3 oder 4 Kataloge. Am besten wirklich halt nur 2, 3. Wenn ihr zum Beispiel ausgesucht habt, ich finde Step-In und irgendeine andere beliebige Organisation am besten, dann holt euch Kataloge von da, die sind meistens gratis und ja, auf jeden Fall bei schüleraustausch.net waren die gratis. Wenn ihr die ganzen Kataloge bekommen habt, findet ihr schon recht schnell heraus, wo es die besten Preise gibt, wo es die besten Möglichkeiten gibt für euch und was für euch einfach am besten klingt. Manche Leute wissen ja auch noch nicht gar nicht, wo die hinwollen und in den Katalogen sind auch verschiedene Länder. Und dann schreibt ihr einfach eine Kurzbewerbung an diese Organisation, meistens online, es steht alles in den Katalogen drin und nach dieser Kurzbewerbung kommt Schritt Nummer 3, nämlich das Vorstellungsgespräch und die richtige Bewerbung. Ich glaube, es gibt nicht bei jeder Organisation ein Vorstellungsgespräch, also bei mir gab es ein. Ich möchte meine Organisation nicht nennen, weil ich niemanden beeinflussen möchte. Bei meinem Vorstellungsgespräch haben die mich einfach ganz viele Fragen auf Deutsch gefragt und einige auf Englisch. Das war total lieb und total locker, also es sind keine schweren Fragen. Die fragen euch vielleicht nach eurem Alter und nach euren Hobbys und alles ist gut. Und dann wird eine richtige Bewerbung abgeschickt, da muss man halt andere Sachen abgeben und da muss ich zum Beispiel meinen Lehrer fragen, ob der eine Beurteilung über mich schreibt und solche Sachen halt. Oder deine Eltern müssen dann einen Brief über dich schreiben. Und dann gab es den Vertrag. Das ist ganz viel Papierkram, das geht mit euren Eltern durch und dann ist alles gut. Zum Thema Stipendien und Kosten würde ich gerne ein anderes Video machen, da ich weiß, dass es sehr viele Leute gibt, die sehr gerne ein Auslandsjahr machen würden, aber deren Eltern das nicht bezahlen möchten oder können und sie irgendwie auch gar nicht über andere Mittel weiter wissen. Also deshalb möchte ich darüber nochmal ein ganzes Video machen. Dann Nummer 4 ist die Schule in Deutschland, mit der man das abregeln muss. Meistens machen die Leute das, die 13 Jahre Schule haben, also auf dem Gymnasium zum Beispiel G9. Die machen das dann meistens in der 11. Klasse, sodass die überspringen können. Das ist bei jeder Schule anders. Manche machen das in der 10. Klasse, wenn die G8 haben. Fragt am besten einfach mal nach. Manchmal gibt es auch auf der Website der Schulen solche Oberstufen, Auslandsjahr-Informationen. Informiert euch einfach bei eurer Schule, geht einfach zum Direktor oder ja, fragt einfach mal ganz lieb nach und dann wisst ihr schon darüber Bescheid. Also bei mir an der Schule war es so, dass ich eine 2,0 gebraucht habe, um die 11. Klasse bei G9 zu überspringen. Also ich bin nach der 10. ins Auslandsjahr gegangen und dann komme ich jetzt direkt in die 12. Ich hatte einen Notenhöchstwert von 1,2 und dann haben die bei der Notenkonferenz beschlossen, dass ich überspringen darf. Allerdings haben die das erst im Juni beschlossen, also einen Monat bevor ich in die USA geflogen bin. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich die Klasse wiederholen muss. Und es ist auch auf jeden Fall wert, denn ihr werdet euch eh verändern. Ihr werdet in dem ganzen Auslandsjahr neue Menschen kennenlernen. Also macht das eh keinen Unterschied, ob ihr dann, wenn ihr zurückkommt, wieder neue Menschen kennenlernt. Ihr seid dann eh eine andere Person. Und
Lasst euch einfach auf alles ein. Seid locker und dann wird das schon. Dann Nummer 5. Ihr müsst euren Reisepass und euren Personalausweis auf Vordermann bringen. Also die müssen gültig sein, bis nachdem ihr wieder nach Hause kommt sozusagen. Dann Nummer 6. Geht es um Taschengeld und Kreditkarte. Oder Kreditkarte. Ich habe einfach eine Prepaid-Karte bei der Sparkasse. Ist das jetzt Werbung, wenn ich das sage? Bekommen. Also es ist wie eine Kreditkarte, aber halt eine Prepaid-Karte. Also meine Eltern haben mir dann monatlich Geld drüber gegeben. Man sagt ungefähr 200 bis 250 Euro. Da das aber mein eigenes Geld war, das ich mir vorher angespart habe mit dem Arbeiten, habe ich manchmal auch mehr ausgegeben und manchmal aber auch weniger. Das kommt ganz unterschiedlich darauf an. Und wenn ihr euren Eltern einen Gefallen tut, wenn die für euch bezahlen, dann versucht vor eurem Auslandsjahr irgendwo zu arbeiten, um einfach das Taschengeld selber zu erarbeiten und einfach zu zeigen, dass ihr das wirklich wollt. Ja, ich habe mein Taschengeld komplett selber bezahlt, was auch sehr viel Geld werden kann. Und ja. Außerdem, ein Auslandsjahr muss nicht immer 20.000 Euro kosten. Es kann von 2.000 Euro oder es kann von 0 Euro bis 100.000 Euro alles kosten. Es liegt aber in eurer Hand, wie pingelig ihr seid, was ihr alles wollt und was ihr nicht wollt. Denn, ja, es kommt einfach darauf an, wenn ihr unbedingt auf ein Internat nach Australien wollt für ein Jahr, dann kann das mal 30.000, 40.000 Euro kosten. Aber wenn ihr wenige Ansprüche habt sozusagen und offener für andere Dinge seid, zum Beispiel bei Rotary, gibt es für 2.000 Euro, glaube ich. Und dann sucht man sich drei Länder aus, aber dann kommt man vielleicht nicht in sein Lieblingsland, sondern eines der drei Länder. Dann Nummer 7, das ist optional. Ihr könnt eine Abschiedsfeier und ein Abschiedsbuch machen. Das ist mein Abschiedsbuch. Ich habe darüber mal ein ganzes Video gemacht. So sieht das von hinten aus. Es ist sehr viel Aufwand, aber es lohnt sich. Es ist total dick. Ich liebe mein Abschiedsbuch und es wird für meine Erinnerung sein. Dann kann ich euch meine ganzen Videos hier verlinken in der Infobox, hier irgendwo, falls ich es nicht vergesse. Ich bin nämlich ein sehr vergesslicher Mensch. Und eine Abschiedsfeier habe ich auch gemacht am Anfang der Sommerferien mit so einem USA-Thema und das war sehr, sehr schön. Ich würde bei der Abschiedsfeier nur die Leute einladen, die euch echt komplett wichtig sind, also 100% wichtig, denen ihr vertraut, die ihr noch im Leben haben wollt und nicht alle möglichen Leute, die ihr irgendwie aus der Schule kennt. Dann Nummer 8 ist das Visum. Wenn ihr eine gute Organisation ist, dann wird euch die Organisation helfen. Und Nummer 9 sind Gastgeschenke. Ich habe dazu auch mal ein ganzes Video gemacht, also muss ich dazu gar nicht so viel sagen. Und Nummer 10 ist Koffer packen und das ist ein total großer Deal. Ich habe mir letztens mein Kofferpack-Video mal angeguckt und ich werde dazu noch eine Reaktion hochladen. Oder sonst schaut ihr euch einfach das selber an, wenn es noch nicht online ist. Denn ich persönlich finde, dass ich eigentlich recht gut gepackt habe. Und deshalb schaut euch das auch einfach mal an, falls ihr so eine Orientierung braucht. Ja. Das war jetzt mein Video und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Und falls ihr ein Auslandsjahr starten möchtet, dann traut euch. Habt keine Angst, es wird das beste Jahr eures Lebens. Und auch wenn es mal Downphasen gibt, ihr werdet das schaffen. Und manchmal muss man einfach mal über seinen eigenen Schatten springen und aus seiner Komfortzone raus. Und ich hatte auch nicht immer eine gute Zeit und ich habe euch auf YouTube mitgenommen. Und ich habe gezeigt, dass man am Ende dann trotzdem glücklich ist. Und wenn ich die ganzen Throwback-Pictures auf Snapchat angucke, dann merke ich auch, wie glücklich ich in der Zeit war. Also ich bin immer noch glücklich, aber wisst ihr, was ich meine? Und deshalb traut euch einfach und denkt nicht so viel drüber nach. Denkt nicht darüber nach, dass euch Leute hier vergessen werden. Eure wahren Freunde würden euch nicht vergessen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.